Der Lehrermangel in Duisburg wird nach aktuellen Berechnungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im kommenden Schuljahr noch deutlich gravierender ausfallen als zunächst angenommen. Die Auswertung der Stellenausschreibungen für das Schuljahr 2019/2020 haben ergeben, dass in der Stadt mehr als 250 Lehrerstellen unbesetzt bleiben werden. Berechnet man auf Basis der unbesetzten Stellen die ausfallenden Stunden, kommt Duisburg auf einen Wert von fast 6.800 ausgefallenen Schulstunden pro Woche. An den Grundschulen und Förderschulen ist die Situation ganz schlimm, weil Sonderpädagogen gar nicht zur Verfügung stehen. Und viele Lehrer werden von einer Schule zur anderen geschickt, sind dementsprechend auch mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden. Und so verliert Duisburg immer mehr an Attraktivität für den Lehrerberuf. Die GEW fordert die Landesregierung zum Handeln auf. Es müsse laut der Gewerkschaft eine landesgesteuerte Zuweisung von Lehrkräften her. Außerdem müsse die Landesregierung mehr dafür tun, die Jobs in benachteiligten Regionen attraktiver zu machen. Denkbar sei da zum Beispiel ein Gehaltszuschlag oder eine Reduzierung von Unterrichtsstunden. Im vergangenen Jahr wurden in Duisburg insgesamt knapp 750 Wohnungen gebaut. Das sind 29% mehr als im Vorjahr, wie die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt mitteilt. Trotz des Wachstums sieht die IG Bau deutlich Luft nach oben. Entscheidend sei vor allem, was gebaut werde. So brauche es noch mehr bezahlbaren Wohnraum und Sozialwohnungen. IG Bau spricht sich für eine Bund- und Landesförderung von mindestens 6 Milliarden Euro pro Jahr aus. In diesem Jahr unterstütze der Bund den Bau von Sozialmietwohnungen mit lediglich 1,5 Milliarden Euro. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im vergangenen Jahr bundesweit rund 285.000 Wohnungen gebaut. Damit hinkt die Große Koalition ihrem Ziel, pro Jahr 375.000 neue Wohnungen zu schaffen, deutlich hinterher. Duisburg ist die Hochburg in NRW für eskalierende Hochzeitsfeiern. Wie das NRW-Innenministerium mitteilte, rückte die Polizei seit April insgesamt 252 Mal zu ausufernden Feiern aus. Mit 36 Einsätzen gab es die meisten davon in Duisburg. Immer wieder schießen Hochzeitsgesellschaften mit Schreckschusswaffen in die Luft, feuern Bengalos ab oder machen Party auf der Autobahn. Die Polizei verteilt mittlerweile Flyer in Brautmodenläden mit Verhaltensregeln für Hochzeiten. 2 Jahre nach der Übernahme des Bethesda-Krankenhauses durch das Evangelische Klinikum Niederrhein vollzieht sich die Fusion von Verwaltung und Medizinern. In der vergangenen Woche zogen die Verwaltungsmitarbeiter um ins neue Gebäude an der Fahner Straße. Die einzelnen medizinischen Abteilungen arbeiten zukünftig verstärkt als Team. Ziel ist es, die unterschiedlichen Stärken der Häuser besser zu nutzen. In der Ausbildung sollen junge Mediziner künftig beide Häuser kennenlernen. Seit Juli 2017 ist das Evangelische Klinikum Niederrhein Mehrheitsgesellschafter des Bethesda-Krankenhauses in Hochfeld. Über den Einstieg war zuvor über ein Jahr lang verhandelt worden. Nach der kurzfristigen Absage des Höhenfeuerwerks beim Ruhrorter Hafenfest im letzten Jahr ist die Angst bei den Veranstaltern vor einem erneuten Verbot groß. Ein neuerlicher Ausfall würde sie an den Rand der Insolvenz bringen. Dieses Jahr will der Verein Ruhrorter Hafenfest deshalb auf Nummer sicher gehen. Als Option ist eine frühzeitige Bewässerung der Rheinwiesen im Gespräch. Aktuell werde der Kontakt zu allen Eigentümern der Rheinwiesen gesucht, um deren Genehmigung einzuholen. Durch die Absage des Feuerwerks sei rund 1 Million Euro in den Sand gesetzt worden. Das Ruhrorter Hafenfest findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. August statt. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 1. Juli der erneuten Offenlage zum Bebauungsplan 6 Seen-Wedau zugestimmt. Ab dem 11. Juli können sich Interessierte im Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement und in den Bezirksverwaltungen Mitte und Süd einen Einblick verschaffen. Der Planentwurf wird bis zum 5. August öffentlich einsehbar sein. Bei der ersten öffentlichen Auslegung wurden zahlreiche Anregungen der Öffentlichkeit in die Planung eingebracht. Weitere Informationen zum Projekt gibt es auch auf der Homepage der Stadt Duisburg.
Am kommenden Montag beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Immer mehr Eltern nehmen ihre Kinder früher aus der Schule, um vor Ferienstart in den Urlaub zu fahren. Die Bezirksregierung zählt für das letzte Jahr fast 430 solcher Fälle in und um Duisburg. Das Ganze kann allerdings zu einem teuren Spaß werden. Die Strafe dafür kann bei um die 1000 Euro liegen. Trotzdem gibt es von Jahr zu Jahr immer mehr solcher Schulschwänzer. Das Berliner Reiseportal Travel Circus hat Duisburgs Sehenswürdigkeit Tiger and Turtle zu einer der 13 spektakulärsten Treppen der Welt gewählt. Kein anderes deutsches Bauwerk und nur drei andere aus Europa schafften den Sprung in dieses Ranking. Bei der Auswahl hat das Portal unter anderem ausgewertet, wie oft die Treppe bei Instagram auftaucht. Tiger and Turtle haben User mittlerweile fast 15.000 Mal markiert. Mal sommerlich schön, mal ungemütlich. Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen in Duisburg ziemlich unbeständig. Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und auch Regen. Gegen Abend kann es zudem auch donnern und blitzen. Das Thermometer kommt auf bis zu 23 Grad. Der Start ins Wochenende fällt am Samstag ins Wasser. Den ganzen Tag über muss mit Regen gerechnet werden. Die Sonne lässt sich kaum blicken und die Werte bewegen sich zwischen 14 und 21 Grad. Am Sonntag bleibt es dann mal wieder trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab und die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst! In Duisburg wird morgen wieder vielerorts das Tempo kontrolliert. Geblitzt wird unter anderem auf der Koloniestraße in Neudorf Süd und auf der Rheingoldstraße in Friemersheim. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr. In Düssern werden Fernwärmeleitungen auf der Kardinal-Galen-Straße verlegt. Eine Einfahrt von hier in die nahe Straße ist nicht mehr möglich. Diese Arbeiten werden voraussichtlich 3 Wochen dauern. Im Anschluss wandert die Baumaßnahme weiter und die Auffahrt der A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf muss bis Ende August gesperrt werden. Die gesamte Baumaßnahme wird bis zum Frühjahr 2020 andauern. Und in Beek ist die Prinz-Friedrich-Karl-Straße zwischen Gotenstraße und Friedrich-Ebert-Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung über die Stockholmer Straße und Neanderstraße ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende September 2019 abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine sichere und angenehme Fahrt. We'll be right back.